Die Taube, die ist einfach ein gutes Symbol, weil Tauben, die fliegen ganz weit oben und scheißen auf alles runter. Was treibt mein Rivale so? Er treibt sich nicht in dieser Mission rum. Schade. Hat er sich hier nochmal verbessert? Hat er nicht. Aber... dann mache ich das. Nice. Der ist gut. Yes! Ein anständiger Anfang und dann sollte es wieder fluppen. Naja gut, eine anständige Verteidigung müssen wir dann auch noch laufen. Ein paar Segmente, die anständig laufen müssen. The main entrance will be well guarded, but it's the easiest way in and they won't be expecting company. Weil ich mir über das gesamte Thema komplett im Bilde bin und eine Meinung dazu habe, Jerry. Die ich nicht elaborieren möchte, weil das nicht Teil meines Streams sein soll. Ich hoffe, das reicht und ich kann jetzt einfach weiterlaufen. Ja. Es hat gelangt und jetzt bleibe ich quasi wieder in Fight. Das ist so gut. Das ist einfach so gut, wenn das so rum passiert. Das könnte er werden. Das könnte der Run sein. Ja, wenn hier ein Juggernaut spawnt, ist es meist nicht so gut, aber egal. Der ist schnell weg. Verdammt, die da hinten sind gespawnt. Das Radar hat mich dann doch noch verwirrt. Unerwarteterweise. Okay, weiter geht's. Oder auch nicht. Sind noch Gegner da. Vor allem der Boss ist noch da. Verdammt, das braucht gerade echt lange. Am Anfang so viel Zeit gespart, nur um hier jetzt so viel Zeit zu verlieren. The main control room for the monorail system is further into the park. Looks like the quickest route is through the deep sea exhibit. War das ein oder sogar zwei Kraken? Ich dachte, jetzt am Anfang und am Ende vom Tunnel habe ich gerade einen Kraken gesehen. Beim nächsten Mal vorbeikommen, drauf achten. Schon wieder ein Juggernaut, was ist mit diesen Spawns los? Und dann noch zwei Heavies hintereinander, what the fuck? Ja, ich wollte gerade sagen down und dann hat er daneben geschlagen, beziehungsweise ich habe ihn gekillt. Oh boy, was ein seltsamer Run. Excuse me, wo willst du hin? Rainer, what's your status? Nein, es ist kein Spielzeughype, Jerry. Ich hab den Buff noch und ich hab's trotzdem gedroppt. Das ist mein Bad. Uff, hat das viel Zeit gekostet.
Da standen ja nur drei, ne? Abgedreht, viel Schaden das LMG macht. Wegen Berserk. Wahnsinn. Hat er. Ja, dachte ich mir doch, dass die mehr pushen, wenn ich hinten bleibe. Dann müssen die über das offene Feld rennen und dann in dem Moment muss uns einfach alle killen. Durch das Tor durchspringen, während es hochfährt. Soweit ich weiß, hat man trotzdem die gleich hohe Collision. Also wenn man rollt, trotzdem genau gleich hoch. Ne? Gerade konnte man es sehen. Schade, das Nachladen ist nicht durchgegangen. Egal. Was zum Teufel tut er da? Jo, versau mir mal nicht meinen Run. Was ist denn los mit dir? Ja, das war jetzt tatsächlich ganz nett. Das war dann doch ganz gut. Ich dachte jetzt, der würde mich da stunnen und umbringen, aber stattdessen gibt er mir volle Munition, vollen Berserker-Buff, volle Leben und stirbt schnell. Ja, ich glaube, die Logik beim Rollen ist, du bewegst dich einfach in einem gewissen Tempo vorwärts, die Animation ist rein optisch. Und Gegner verfehlen dich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was dann zu sogenannten Invincibility Frames mehr oder minder führt. Aber manchmal funktionieren die einfach nicht und du stirbst, was dann auch ein bisschen schade ist, wenn man sich darauf verlassen hat. Ist mir vorhin bei Emily Shaw passiert, beim Endboss. Danke fürs Buffen. Berserker voll im Gange. Zack. Und... falsch rumgelaufen. Nee, das kostet 3 Sekunden. 4. Ah, da war der. Okay. Ja, da waren weniger als erwartet, schade. Nee, stopp, bleib stehen. Danke. Moment mal, wo ist der denn hin?
Na gut, da muss ich ja eh lang. Gute Zeit soweit, wa? Sieht schön aus. Ah, da unten laufen die lang. Hat's zum ersten Mal gesehen. Ich wollte es nochmal zeigen, aber dann hätte ich es nicht mehr zeitlich zur Tür geschafft. Nein! Ich bin ein Spaghetti Lord. Das Boost, das Hype war doch noch gar nicht ready. Also ich hatte noch einen Buff. Lade den Granatwerfer nach. Komplett, dankeschön. So. Hier, ne? Taking any chances, but you're inside the barricades. Here, you should here. Be able to make it the rest of the way on foot. Das war ein ich weiß nicht, wie knapp das Duell war, aber Jesus. Genau, seid bedrohlich, pusht mich. Oh, der hat zumindest wahrgenommen. Hey, make them fear us, hat er gesagt. Nicht make them seek us. Quatsch. Das ist doch gar nicht das Segment. Habtibu, schnapp die Schnur. Mal gucken, wie dieses Segment hier läuft. Oh oh. Das Knockback war nicht gut, jetzt rennt er um die Ecke. Meep. Ah. 5 Sekunden hat das vielleicht gekostet, passt schon. Jetzt reinschneisen. Sein. Aber. Gut, tschüss. Nö. Spielzeug Hive. Genau hier ein Spielzeug Hive. Das ist so schlecht. Ich brauche den Movement Speed an dieser Stelle. Ah, ich werde so viel Schaden nehmen. Oh, das wird so viel Schaden. So viel Schaden, ab jetzt. Schön. Schildrunner hat um den Großteil der Zeit nicht funktioniert. Steh auf. Ah, es hat sogar 8 Sekunden gekostet. Entfernen des Buffs. Oh nein! Oh! Der Fight ist aber auch schwer! Da ist noch einer. Oh Gott. Damit hatte ich jetzt weniger gerechnet. Aber Heilung! Heil mich. Danke. Selber.
Nee! Heil mich! Jesus! Spawnt er jetzt? Oh! Oh! Um Gottes Willen! Ach, kurz heilen, kurz heilen. Okay, geschafft. Nicht gut für mein Bild, aber egal. Dat Mod, dat Mod. Oh Gott. Oh nein! Yo, same. Ich warte auch. Mach mal den Immunitätsschild aus. Nein! Oh mein Gott, ich wäre fast in Fight gekommen mit denen. Oh! Oh! Mach den Schild aus. Danke. Steh auf, bitte, 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 steh auf, danke. Wie jetzt? Ein Schuss noch, okay. Und der hier noch, wo ist der hin? Ah, da. Okay. Gut genug, den kann ich so stehen lassen. Er ist zwar nicht Sub 17, aber gut genug. Minuten und 4. Ob ich mich während dem Echo töten kann? Ich glaube, da muss ich Emily neu spielen. So mit dem Knowledge, was ich über die über das Spiel habe. Ah, man könnte es mal testen, wenn Emily down ist und dann alle Gegner down sind, mal das Echo. Aber garantiert muss man da Emily neu töten. Als ob die dazwischen einen neuen Checkpoint setzen. Probieren wir es nochmal. There's an entrance just ahead. You should still be able to catch them. Black Tusk is Ellis at a cabin just past the staff offices. Intercepting enemy communications. Sehr neblig. Multiple hostiles on the main road. They weren't taking chances. We've got to press on. You're headed for a small dam just north of your position. This is JTF Unit 1 Leader. We're stopping. Intercepting Black Tusk communications. Engage in a large group of hostiles at the northwestern perimeter. They're going for the helipad. Get in front of them and fuck up their day. Ghostlight, we need immediate extraction. Ghostlight, on route. ETA 20 mics. Copy that, Unit 1 Leader. Godspeed. Nice. Keine Rüstung und die Gegner spawnen. Perfekt. Das hat einfach nicht gezählt. Ah, das hat aber gezählt. Ein Hund, das ist nicht gut. Der Hund braucht jetzt auch noch Zeit zum Explodieren. Und hat extrem viel Zeit von dem, was ich gut machen konnte, geklaut.
Naja. Das EMP hat auch verhindert, dass ich einen Booster erwerfe. Aber jetzt kann ich wieder. Und den Run probiere ich auf jeden Fall noch zu melken. Und sonst belasse ich es, weil Sub 8 haben wir ja geschafft. Ging noch, weil er zum Glück auf dem Weg stand, wie ich gelaufen bin. This is JTF Unit 1 Leader. We're pinned down, taking heavy losses. Is the helipad locked down? Negative! We can't break through! Shit. We can't let Ellis get away. Excuse me. Musste es ein Melee-Hit sein, hätte er mich nicht abschießen können für Schaden. Hier kann man auch extrem viel Zeit sparen, wenn man die halt wegsprengt. Scheiße, der Hund hat überlebt. Egal, der kann jetzt double-killed werden hier. Oh, 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 nicht sterben. Boah, war das knapp. Und den hier noch killen. Schön. Gute Zeit. So, hier habe ich immer getimed. Sounds like you can still overtake Ellis. Unit 1 Leader, do you have eyes on Ellis? So, jetzt müssen nur noch die Gegner hier anständig laufen. Shit! We got TI, sir! Vital signs critical. Verdammt, ganz da rechts ist einer. Oh, der stand gut, das ist schön. Oh mein Gott. Das Turret. Das tat weh. Oh, das hätte mich fast gekillt. Wie Gordon. Stinkiger Hund. Noch einer da? Okay, stirb. Okay. Hat keine Drohne. Oh, der Rekord wird gut.
Oh Gott. Nice. Der ist gut. Den lasse ich stehen. Schön. Es geht, wenn man es ins Extrem umtreibt, auf jeden Fall noch besser. Man kann das noch Richtung 7 Minuten prügeln. Mit wirklich sehr, sehr gut platzierten Granatwerferschüssen. Aber nein, das ist mir zu heftig für Day One. Das kann erstmal sacken lassen, so. Das war schwer in Ordnung. Hat der gute Rivale denn nochmal was gemacht? 1956, das war sein voriger Rekord auch. Und hier 825. Ich muss mal ein anderes Emblem reinnehmen. Sieht denn schön aus? Die Taube ist schön. Die ist super, die gefällt mir.